Oh. Tun Sie das Handy weg. Ja, ich krieg gerade Nachrichten. Wie, haben Sie da wieder Titten-Emojis geschickt oder was machen Sie da? Nee, die hat von sich aus gesprochen. Ach, Herr Reis. Die hat Ihnen Titten-Emojis geschickt? Die hat Ihnen Titten-Emojis geschickt? Die Frau Sloan? Die hat einen Penis geschickt. Der Frau Sloan. Ich hab doch damals. Die hat Ihnen einen Penis geschickt und Sie haben der Titten-Emojis geschickt. Ich weiß nicht, was das ist. Ich kann Ihnen das mal weiterleiten. Ja, leiten Sie das mal kurz weiter. Oh, Hill, das ist aber ein gewaltiger Penis. Danke. Also. Hab ich schon öfter gehört. Wissen Sie, das ist eine 8, Gleichzeichen D. Ja. Das ist ein gewaltiger Penis. Mhm. Hat die das geschickt, nachdem sie ihr die Titten-Emojis geschickt haben? Das hat sie mir geschickt, ja. Das ist eine tolle Konversation, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich frage mal so, Herr Weiß, können wir noch irgendwas für Sie tun? Entschuldigung, die Dame ist nicht da, nehme ich an, ja? Wenn Sie sagen, ganz kurz, Sie sind ja ein Mann, ja? Wenn jemand, also augenscheinlich. Wenn jemand, Sie schicken jemanden ein Emote. Tschüss. Tschüss, schönen Ciao. Abend. Oh. Ich will nicht unüblich sein, hier steht draußen ein Police Officer, der pisst vor Ihrem Gebäude. Entschuldigung. Alles okay, Sir? Ja, ich habe gerade einen unterdrückten Anruf bekommen, dass ein Police Officer vor unser Gebäude pissen würde. Wissen Sie da was? Was? Haben Sie da gerade hingepisst? Ich sitze die ganze Zeit hier neben Ihnen im Auto. Aber Sie waren doch gerade kurz da vorne an der Wand. Was haben Sie denn da gemacht? Nee, ich hab mir das Schild angeguckt. Welches? Das sah so dreckig aus. Das da rechts von uns, was da so beleuchtet wird. Halten Sie dem Kollegen vom MD mal Ihre Handschuhe hin, damit er riechen kann. Moment kurz. Nein, danke. Ich möchte nicht an den Handschuhen riechen. Hallo, Walter Weiß. Also wenn, dann muss das woanders sein. Hier war okay. Nichts. Okay, ich wünsche einen schönen Abend. Gleichfalls. Danke. Jetzt aber mal so unter uns, ne? Wir haben uns nicht wirklich jemals MD gepisst, oder? Bitte? Ja. Das, was bei mir war? Ich habe ihn wirklich nicht an, ich hatte ihn ins MD gepisst. Okay. Also in die Toilette. Okay. Nein, ans MD pissen. Das war wahrscheinlich mein Chef, der angerufen hat. Ich weiß es nicht, war unterdrückt. Kommt. Keine Ahnung. Ja, ich gehe davon aus, dass der das war. Der macht sowas gerne. Oh. Last Christmas. Nein. Give you my heart. Nein. Ja, Mund, Finger auf Mund. Habe ich jetzt wirklich die Sprache genommen oder was? Ich glaube schon. Jetzt ist sie beleidigt. Toll, hast du gut gemacht. Okay, passt. Machen wir den Lautsprecher wieder an, damit ihr dann auch. Nein, lass den Lautsprecher aus! So. Und wenn ich mich jetzt richtig nicht täusche, ist es Lynn und Ace, ne? Ja. Ich erinnere mich an euch. Ich habe den Namen gemerkt. Warte mal, ist das Christian mit der engen Hose? Das ist genau. Der mit der engen Hose, genau. Okay. Christian mit der engen Hose? Oh, Christian, ja. Das ist jetzt gefährlich, wenn ich das weiß. Hi, ich bin Lynn. Hallo Lynn, ich bin Christian mit der engen Hose. Der entweder links oder rechts trägt, das wissen wir noch nicht. Oder wissen wir das schon? Besser ist, du weißt es nicht, Madame. Ich guck aber genau. Weißt du, bei mir umdrehen, wenn ich mich ausziehe, bei anderen Männern gucken, wo sie ihren Schwanz hinschieben. Der ist ja aber angezogen, da darf man das. Ach so. Ja, die haben letztens überlegt, ob ich links- oder rechtsträger bin. Nein, Moment. Das haben die Frauen gemacht. Ich habe gesagt, ich würde so eine Hose nie anziehen. Ich habe davon, mir wurde nur gesagt, speicher ihn ein, Christian, mit der engen Hose. Mhm. 70 Punkt, check. Check. Alles klar, Lynn, dann darfst du dich noch mal kurz hinsetzen, ich schicke dir gleich jemanden vorbei. Okay. Danke. Oh. Immunes 3, ja. Code 4 und 10-6. Wo ist man da jetzt? Check. Wo sind wir denn da jetzt? Oh. Julia, kannst du mal bitte kurz einen Sprung machen? Ja. Check. Ja. Ich glaube, wir gehen einfach mal raus. Jo. Okay. Schönen Tag noch. Ich weiß aber nicht gleich mal. Ich muss hier raus. Ja. Lass uns schnell zum RTW. Ja, ich folge einfach mal deiner Stimme. Hier. Ich glaube, ich habe was an den Augen gerade. What? Du bist so luftig gerade.
Ja, warte mal. Nee. Also, nee. Nicht besser. Irgendwie. Warte, ich geh mal zum RTW. Ja. Ich bin wirklich in Silent Hill gelandet. Der Nebel ist echt. Ich muss wieder aus WC. Ja. Das Mapping vom PD ist auch weg. Das die Häuser da sind weg. Herzlich willkommen in Silent Hill. Noch mal davon, die Häuser fehlen jetzt auch. Man sieht noch die Lichter da oben. So, ich glaube, wir sind wirklich in Silent Hill. Ja. Ich möchte hier vom PD weg. Ich auch. Oh Gott. Eine Frage, ist es bei dir auch so extrem neblig gerade? Nö. Würdest du gerne fahren? Es ist schon ein bisschen nebelig, aber nicht so. Dann fahr nebelig. Du bitte. Okay. Dosen befüllen macht manchmal Spaß. Es ist gut, um Kopf frei zu bekommen. Ja. So auch geht's mir morgens mit dem Back. Ja, fühle ich. Einfach so stundenlang einmal die gleiche Handbewegung. Kann auch manchmal echt gut sein. Ja gut, man kann das also auch falsch verstehen. Ich weiß ja nicht, welche Handbewegungen Sie stundenlang machen. Das ist Ihre Sache, ne? Also, was Sie da stundenlang mit Ihrer Hand machen, ist Ihre Sache. Ja, ja. Einmal entsetzen. Ja, wir kriegen aber schnell das Herzlich, ja. Wir kriegen aber alle in die Ambulance. Natürlich. So. Ich drück's rein auf 3. 1. Oh, ja. Wer ist denn das? Schon wieder drin. Bitte nicht vergessen, dass heute noch Termin ist. Und ich so, ja, hab ich das Schirm. Hallo. Oh mein Gott. Ist ja gut. Ist ja gut. Hunna wird gesichtet. Das ist ja kreativ durch, ja. Wenn so. Was war das denn jetzt? Anti-Aggression, also muss ich ja nicht so erschrecken, dass Huna vor dir steht, aber. Ne? Hi, ja, bin nur ich. Meine, du kannst uns auch gleich sagen, wenn wir die. Also, ne? Entschuldigung. Ich vergesse immer, nicht rechtsklicke im Handy, Alter. Das triggert ihn vielleicht. Naja, weil gefühlt ja auch die Hälfte von den Leuten im MD irgendwas mit irgendwem aus dem MD hat, oder nicht? Das weiß ich zurück, das stimmt. Nein. Nee. Ja, naja, doch, es könnte schon. Also gefühlt schon. Also ich halte mich mindestens jetzt einfach mal schweigend zurück. Ja, du darfst da gar nichts sagen, das stimmt. Gut, das war auch nur kurz. Warte, wer ist es bei dir gewesen? Ja? Da, rate. Weiß nicht. Alexandra Moore. Oh. Ah. Lief's. Ja gut, wir sind nicht zusammen. Also, was glaubst du? Ja. Die Frage kannst du dir wow. selbst beantworten. Wow. Ich dachte gerade kurz, jetzt kommt Alexandra Spalding, da wäre ich aber. Nee. Der klebt mir am Bein hier fest. Wir, Hilfe! Wir haben hier unseren Platz. Wo hast du den denn jetzt hergeholt? Der ist von Lilly. Ich pack den Boy wieder zurück. Okay. Ich überlege gerade, ob ich wieder in Feierabend gehe. Ich hoffe, die Dame ist im. Wenn sie dann kommt, hier, Lilly, dein Fisch. Was, Chantre? Der Geruch kommt mir bekannt vor. Ah ja. Oh, Schatz! Das hat jetzt ein bisschen gedauert, bis es gerade dann nahm, glaube ich. Direkte Fona, bitte kommen. Ja, bitte, herzlich willkommen. Sind die Verbrechen aufgeklärt, kommen? Ja, Taktik, kommen. Check, sie sind gefeuert. Hervorragend! Also, die Fertility-Manager haben ja weder Funkgerät noch Heli, deswegen haben sie Antrag gestellt. Aber der Heli ist wichtiger als das Funkgerät. Ach, sag das nicht. Unser Hausmeister also wollen einen Heli haben? Was? Ja. Wofür? Zum ersten Mal.
um vernünftig alles putzen zu können. Dann müssen sie sich halt abseilen. Die wollen aus dem Heli hängend die Fenster putzen. Ja. Ja, das ist der Plan. Haben die sie noch alle? Die können ja nicht anders geputzt werden. Wir haben ja keine Lifte oder so. Ja, dann sollen sie einen Lift beantragen, aber doch nicht einen Heli aus dem abgesellten Fenster putzen. Das ist Hebebühne. Das ist weniger cool. Wir sind doch nicht bei Mission Impossible. What the fuck? Die 32 meldet sich aus dem Funkkreis ab. Schöne Weihnachten, ihr Pupsnasen. Schöne Weihnachten, du Pupsnase. Jetzt check und bitte halten Sie hier mal ein bisschen Funkdisziplin, das geht ja so hier nicht. Checkmeister. Ruhig jetzt, Mädels. Ruhe. Alter. Ich bin die Leitstelle. Sie sind aber gar nicht Leitstelle. Ich hab dich auch nachgeäfft, du Vogel. Passen Sie da mal lieber auf Ihren Trainee auf. Trainee würde kein Beispiel an der 56 nehmen. Die ist nämlich ab sofort Detective. Nein, er ist nicht. Ambulance 1, 10, 10. Wir sind der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Ui, aber sie sollen noch die Verbrechen aufhalten. Jack. Ja, das machen wir danach. Okay, let's go. Alter Schwede, ey. Das musste ich mir gerade noch zu Ende anhören. Achso, ich hab euch auf eine Ambulance gesetzt, ne? Cool. Cool. Echt? Ich hab nix im Funk gehört. Ich auch nicht. Jetzt funke ich gleich, okay? Jetzt hetzt sie nicht. Jetzt kurz bevor sie ansetzen will zum Funken, meldet sich einer von uns wieder schnell 10-6. Ich hau euch so in die Füße. Die Leitstelle mit einer Information. Ambulance 1 ist nun besetzt mit der 32 und der 56. Leitstelle Ende. Überleg ja, ob ich ein bisschen in den Dienst komme, ne? Ja, komm. Gemacht? Ja, komm. Tut mir ja leid, aber. Ja, komm. 32, kurz in 6. Oh mein Gott! Du wolltest doch driften. Ja, aber auf einem großen leeren Parkplatz. Nicht hier am Bier. Ich möchte ungern bei den Minusgraden im Wasser landen. Ach, das passiert schon nicht. Oh mein Gott. Ich muss mir einen Spaß mit ihm machen. Ich muss es tun. Was denn? Ich muss es tun. Er weihe uns ein. Vielleicht kriegen wir was mit. Ich nehme jetzt ein paar Wasserflaschen, stell die so vom Bad aus oder vom Klo auch raus in den Aufenthaltsraum und dann gehe ich schnell zu ihm und sage, hey, da kommt Wasser aus dem Klo raus. Weißt du so? Oh nein. Ach, oh na. Obwohl, der ist echt geil, macht das. Ich habe noch ein paar Flaschen Wasser dabei, soll ich helfen? Mach mit. Ja, komm. Viel Spaß. Passt. Viel Wasser. Gut. Da. Guck, wo der Kerl ist. Kannst du mal bitte schnell gucken gehen? Ja, keine Ahnung. Huna hat mir gerade Bescheid gesagt, dass da Wasser rauskommt. Ja, bitte schnell. Kurze Pause. Sonst haben wir gleich eine Überschwemmung hier. Check. Okay. Ich habe sie auf 10-6 gezogen. Danke. Ich hoffe, er kommt von hier vorne, dass wir das sehen, wenn er da ankommt. Ja. Er kommt. Komm, Irian, kommt. Cool bleiben, Männer, cool bleiben. Mensch. Ihr kommt sowas von in die Hölle, Alter.
Mensch, Mensch, Mensch. Hier kommt sowas von in die Hölle. Sowas von... Ist das der Scheiß Ernst? Ist das euer Scheiß? Ganz viel Wasser kommt hier raus. Nein. So, der Rest war deine. Das kriegt ihr wieder, ich schwör's euch schon. Sehr gerne. Oh, das war schön. Hallo. Streck dich mal, Jacob. Ich war nicht beteiligt. Der ist aber schön, oh. Warte. Ja gut, ja. Hi. Hallo. Guck mal, ich hab da zwei von. Ich hasse euch. Wie schön, ich so scheiße, da ist. Ich krieg diesen Anruf und ich renn da runter, ne? Ich so. Wie gut, ey. Oh, 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 oh. Frieda. Ich komme gleich. Das ist gerade ganz schlecht bei dem Gespräch. Nein, sei doch, Bruder, ich komme nicht gleich. Oh, unangenehm. Ich komme nicht, Bruder, ich komme nicht. Nein, nicht das, was du denkst. Raudo! Ich erkenne doch die Mütze. Raudo! Hallo? Guten Tag. Ja, da kann man mit den Karren fliegen, ja da? Sieht so aus, ne? Ja da, was ist das denn? Das ist ein Leihwagen von Bennys. Ja da, einen Leihwagen von den Bennys? Ja. Oh, ja da, okay, die. Der ist echt geil, oder? Also, den geil würde ich den nicht nennen unbedingt, aber also, hat den was, hm? Auf jeden Fall. Ja da, also, ich sag mal so. Den Schönheitswettbewerben würde den nicht gewinnen. Jetzt musst du den gucken, das ist den Tug mit dem Auto, oh, wenn den wegfliegt. Du hast diese komische Auto, oder was? Ja, ist ein Leihwagen. Hola. Hey, das ist Gott sei Dank. Sonst hätte ich mir Sorgen gemacht um dich, Mann. Nee, meiner ist mir auch lieber. Ja, sie ist besser so. Mann. Alles klar, schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Adios. Okay. Auto? Oh Gott. Gott. Stopp, stopp, stopp! Ah! Alter, ist das rutschig hier. Du. Hallo? Wagen? Der Wagen macht nicht, was ich will. Tust du? Ich mach gar nichts grad. Spring raus! Okay, Motor aus. Was? Mike, kannst du bitte fahren? Ja. Danke. Auf geht's. Ja, du kannst ja, glaube ich, fahren, kannst du so fahren, du kannst ja, glaube ich, sogar als Co-Pilot den Scheinwerfer beginnen, ne? Ja, muss ich glaub, alles gut, Christian? Moment, irgendwas ist hier gerade. Ich weiß nicht, was. Oh, Christian. Ja. Ein Einsatz für den Ambulance. War gerade sehr windig hier gerade. Hat sich gefangen. Bei der Tankstelle von Palito ist die zweite Person. Da müssen wir gucken. Oh. Nein, 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 nein! Hochziehen, 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 hochziehen! Ich zieh hoch, der macht, der reagiert grad nicht. Warum auch immer. Okay, nee, du musst gleich fliegen. Irgendwie muss weitermachen. Okay. Es ist für mich zu neblig gerade bei dem Schnee hier. Schalt mal den Motor ab. Oh, 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 oh.